Ja, hallo ihr Lieben, weil es so viele Fragen gibt zu Polarität, Dating in der Polarität, dachte ich mir, mache ich nochmal ein Video dazu und werde einen Weltartikel zugrunde legen. Das heißt, mit Welt überhaupt nichts zu tun, aber ist halt in der Welt erschienen, hat aber konnte überall erschienen sein. Ich verlinke dir mal hier drunter, ist auch frei zugänglich und aber setzt euch lieber vorher hin, das wird hart heute, das wird echt hart, ey. Also der Artikel heißt, das ist der Grund, warum viele Singles beim Dating nicht erfolgreich sind. Also ich sag schon mal gleich, ich bin 180% anderer Meinung, aber ja gut. Also, ich zitiere mal so ein paar Sachen. Stell dir vor, du hast ein Date und du bist eine Frau, die auf Männer steht. Ihr trefft euch in einem netten Restaurant, hält die Tür auf. Anschließend rückt er deinen Stuhl ganz gentlemäßig an den Tisch heran. Ihr unterhaltet euch super, blickt euch tief in die Augen, flirtet und er übernimmt auch noch die Rechnung. Auf dem gemeinsamen Nachhauseweg ergreift er die Initiative, zieht dich an sich heran und gibt dir zwischen deinem Lieblingscafé und deiner Wohnung im Mondschein einen innigen ersten Kuss. Wie fühlt sich das an für dich als Frau? Schon mal kleiner Spoiler, was jetzt in dem Artikel folgt, ist, dass das alles falsch ist. Du hast das falsche Gefühl. klingt viel zu gut, um wahr zu sein. Dennoch stellen sich nicht gerade wenige so in etwa ein gelungenes erstes Date vor. Veraltete Vorstellungen, das hat nichts mit veralteten Vorstellungen zu tun. Das ist immer noch, dass wir aufgrund unserer genetischen Programmierung abgleichen, ob Mann und Frau die Aufgaben erfüllen, die eben die Natur uns zugrunde gelegt hat. Ich sage immer wieder, du kannst machen, was du willst, aber du kannst nicht wollen, was du willst. Und das hat mit veraltet nichts zu tun. Also es gibt andere Bereiche, wo es gut ist, dass es, da gab es Veraltung, ne? Also Gleichberechtigung, was weiß ich, das ist gut, dass das alles anders ist, auf dem Weg ist, gibt es bestimmt noch viel zu tun. Da kann man über veraltet reden, aber Gott, das ist echt ganz bitter hier. Also sie können zu einem echten Problem werden, wie irgendwelche Umfragen hier zeigen. Also Rollenklischees können beim Daten zu einem echten Problem werden. Ich würde sagen, wenn wir meinen, wir sollten uns, also Rollenklischees ist auch ein blödes Wort, aber wir sollten uns außerhalb unserer Polarität benehmen, dann gibt es ein echtes Problem. Wenn wir es machen, gibt es überhaupt keine Probleme, gar nicht, ne? Also außer jetzt libysche Probleme, aber das lassen wir heute mal außen vor. Auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, in den Köpfen der meisten Menschen sind solche alten Rollenklischees verankert. Okay, jetzt frage ich dich, Frau, hast du Bock, dem Mann die Tür aufzuhalten? Hast du Bock zu bezahlen? Hast du Bock, den ersten Schritt zu machen? Und wenn ja, dann probier es mal aus und schreib mir deine Erfahrung. Und ich könnte wetten, dass es dir keinen Spaß macht. Aber ganz abgesehen davon, dass man Männer anzieht, die entweder kein Interesse an einem haben oder, weiß ich nicht, bindungsängstlich sind oder keinen Mut haben. Ja, viel Spaß damit, ne? Aber schreib mir gerne, wenn du was anders siehst, ne? Wenn du da Bock zu hast und da Erfahrung mitgemacht hast, dass du das alles machst als Frau. Ich bin ja ein bisschen vorgespannt bei dem Thema, weil ich kann das auch nicht in einem Video runterbrechen hier. Das ist halt schwer zu verstehen, weil man hört, glaube ich, immer, als wenn man irgendwas nicht machen dürfte. Nein, du kannst alles machen, ne? Du kannst auch den ganzen Tag, wir brauchen ständig andere Polaritäten, ne? Auf der Arbeit, was weiß ich, ne? Aber beim Daten, es geht auch gar nicht darum, dass ich meine, irgendjemand sollte irgendwas machen müssen. Ganz im Gegenteil, ihr sollt das machen, womit ihr euch wohlfühlt. Nur meistens, die meisten wissen gar nicht mehr, womit sie sich wohlfühlen. Das meine, und das ist jetzt nicht, das muss ich auch mal wieder sagen, das ist jetzt nicht irgendwas, was ich mir aus einem anderen YouTube-Video abgeguckt habe. Das ist meine Erfahrung von über 20 Jahren Paartherapie. Und da bin ich drauf gekommen, bevor ich da überhaupt irgendwas zugelesen hatte, kann ich mich zumindest nicht dran entsinnen, war das meine Erfahrung als Paartherapeut, weil das wirklich jede Frau, die darüber geredet hat, hat sich darüber beschwert, dass ihr Mann nicht in der Polarität ist. Komischerweise hat sich nie darüber beschwert, dass sie nicht die Tür aufhalten darf. Das habe ich noch nie gehört, echt. Also wirklich. Ach, Gott, ey, das riecht mich so auf, ey. Gut. Also leistet sich eine Frau, aber die gleiche, ich zitiere einfach nur ein paar Sachen, leistet sich eine Frau die gleiche Geste, wird das immer noch von vielen als unpassend empfunden. Das ist nicht unpassend, das macht nur keinen Spaß. Also ich hätte nichts dagegen, wenn eine Frau
zahlt oder meinetwegen kannst du ihm auch die Tür aufhalten oder meinetwegen kannst du ihm auch einen Mantel helfen. Das juckt mich nicht, aber ich bezweifle, dass es eine Frau Spaß macht, aber naja, gut, vielleicht bin ich da echt zu alte Schule, keine Ahnung. Das führt dazu, dass man beim Dating nicht genau weiß, was überhaupt angemessen ist. Nein, das ist Quatsch. Diese ganze scheiß Gehirnwäsche von diesen Medien seit Jahrzehnten, die führt dazu, dass man nicht weiß, was, wie man sich auf dem Date benehmen soll. Wir haben das, ey, wie lange gibt es denn wohl Dating? Seit zehntausenden Jahren. Warum? Weil die Natur das erfunden hat und nicht die Medien. Also, wie kommen denn andere Tiere zusammen? Müssen die ersten Dating-Ratgeber lesen oder was? Nein, dieses ganze Gequatsche, dass wir nicht mehr das machen dürfen, wo wir Bock drauf haben, das führt dazu, dass es tausend Probleme gibt. Ne? Vor allen Dingen Frauen glauben häufig, es schicke sich nicht, den ersten Schritt zu machen. Und gleich nach einem Date, dem anderen wieder zu schreiben. Ja gut, hier ist es jetzt schon so, dass ich sagen würde, das ist absolut in der weiblichen Polarität, direkt nach dem Date zu schreiben, weil Frauen sind Meister der Kommunikation und natürlich, die können jederzeit schreiben. Also das würde ich noch nicht mal, da wäre ich sogar noch dabei. Aber ganz ehrlich, wenn ihr als Frau, ich meine, das macht bestimmt mal Spaß, weiß ich nicht, könnt ihr ja gerne mal schreiben, vielleicht macht es mal Spaß, den ersten Schritt zu machen. Aber mal ganz ehrlich, ist da schon mal irgendwie was Gutes bei rausgekommen? Also wie gesagt, es gibt vielleicht, ich weiß nicht wie viel, Frauen, die fühlen sich in der männlichen Polarität wohler oder meinetwegen in der Yang, lass dieses männliche weg, in der Yang-Polarität. Ja, und die müssen halt einen Yin-Mann daten. Ja, es braucht aber, du kommst um dieses, brauchst die Polarität, warum? Damit Chemie da ist. Da kommst du nicht drum rum. Ne? Und wenn Frauen so, ja, aber selbst das, ich meine, ich würde noch nicht mal sagen, ist das jetzt, also wenn eine Frau da richtig Bock drauf hat, natürlich kann sie es machen. Und wenn, ich würde immer noch sagen, wenn der Mann voll in seiner Polarität ist, kann dann auch alles super weitergehen. Aber wenn das immer so ist, dass die Frau immer den ersten Schritt machen muss, immer die Dates und die Frau muss die Mission haben und die Frau muss im Kopf sein und die Frau muss, also diese ganzen, will das auch nicht alles, das geht einfach alles in ein Video gar nicht rein, aber macht das Spaß? Ey, natürlich kann man es jetzt nicht auf eine Situation runterbrechen, wenn du Bock hast, dann mal einen Mann als erstes zu küssen, dann mach es. Aber wenn das den ganzen Dating-Prozess so geht, dass der Mann überhaupt aus dem Quark kommt, dass er kein Rückgrat hat, dass er keine Power hat, keine Kraft hat, dass er nicht weiß, was er will, dass er dir immer sagt, weiß ich nicht, wo wir heute hingehen, ich weiß nicht, was willst du denn, so als Italiener, ich weiß es nicht, macht das Spaß? Heil, Witzka, ey. Rund 85% der Befragten gaben an, dass Gleichberechtigung zwischen Menschen, die sich daten oder in einer Beziehung sind, wichtig ist. Ja, es hat mit Gleichberechtigung, brauche ich gar nicht weiter. Es hat überhaupt nichts zu tun. Also in der Polarität sein heißt hohe Standards, hohes Selbstbewusstsein, sich als einen super wertvollen Menschen, das gilt für beide. Es hat mit Gleichberechtigung nichts zu tun. Nichts. Ah. Aber 74% der Befragten bestätigen auch, dass es in romantischen Beziehungen je nach Geschlecht immer noch unterschiedliche Erwartungen gibt. Oh, ja, vielleicht, weil bis auf wenige Ausnahmen, die wollen wir jetzt auf das Feld wollen wir uns gar nicht begeben, aber bleiben jetzt mal bei nicht. Ach Gott, bleiben jetzt mal bei heterosexuell. Letzten Endes ist es überall das Gleiche, aber ich will das jetzt. Das wird einfach zu kompliziert. Ja, also meine ganzen Sachen. Ich weiß, dass auch viele Schwule meine Sachen gucken und lesbische Paare und ja, oder Dating-Leute, die daten wollen, macht das. Also ich freue mich total, dass sie dabei sind. Aber das wäre jetzt zu kompliziert, das alles dann nochmal aufzudröseln. Ja, es gibt unterschiedliche Erwartungen, weil vielleicht, ach Gott, vielleicht Männer und Frauen unterschiedlich sind. Ich würde jetzt als Mann auch nicht, ach Gott, ja, gehen wir gar nicht, egal. Und wie gesagt, das hängt, ich bin total dabei, das hängt nicht zwingend am biologischen Geschlecht, nein. Wie gesagt, es gibt Menschen, die, und das ist gut so, das habe ich auch schon immer gesagt, es gibt Menschen, die
daten, also in einer anderen Polarität als ihr Geschlecht ist, und das ist total in Ordnung und das ist wunderbar. Aber auch da, wenn du auf jemanden triffst, der genauso tickt wie du, da entsteht kein Vibe. Also, man kommt, naja. Gut. Das Problem, aufgrund der unterschiedlichen Erwartungen passen Singles ihr Verhalten an und verstellen sich. Ja, verstellen ist natürlich scheiße, aber wenn sich Leute nicht verstellen und nicht diese scheiß Artikel lesen, sorry, dann können sie sich auf ihr Bauchgefühl verlassen. Und das, was die Natur in uns angelegt hat, ist ja nicht nur Polarität, das ist, übers Riechen suchen wir einen Partner aus, über Ausstrahlung suchen wir einen Partner aus. Also wir haben so ein ausgeklügeltes System, wir können, das habe ich neulich gelernt, wir können innerhalb von Millisekunden, können wir einen Menschen ziemlich gut einschätzen, wenn uns nicht der Liebeschip so im Weg hängt. Aber, und das ist ziemlich akkurat, das darf man natürlich auch nicht sagen. Und wir haben das alles von der Natur, wir haben das alles. Und warum muss man da noch irgendwie irgendeiner Bubble folgen, die unbedingt alles einebnen will? Ja, ist das, würdest du unbedingt jemand daten, der genau das Gleiche macht wie du? Das ist doch total langweilig, da entsteht auch kein Vibe. Ey. Allein diese Prämisse sorgt für Stress und Schwierigkeiten. Das ist so ein Quatsch, ey. Wirklich Quatsch, Quatsch, Quatsch. Romance-Skepsis, das ist natürlich, habe ich noch nie gehört, ey. Gut, welche Rollenklischees machen uns das Leben schwer? Nach wie vor sind offenbar viele der Ansicht, dass Männer die Initiative ergreifen wollen. Das ist kein Rollenklischee. Das ist ein das Programm, was die Natur in uns angelegt hat, damit wir zueinander finden. Und für Frauen war es eben früher, man macht sein, dass es heute nicht mehr so ist, aber war es früher eben wichtig, dass ein Mann sie beschützt. Das war eben früher so. Und da musste eine Frau gucken, ob der Mann mutig ist und weiß, was er will und ein Rückgrat hat. Und das ist noch nicht raus aus uns. Warum muss man da denn unbedingt gegen andaten? Das ist, wie gesagt, nochmal, du kannst machen, was du willst, aber du kannst nicht wollen, was du willst. So, ne? Yeah. Lediglich 8% sind der Meinung, dass dieser Part eher von Frauen übernommen werden sollte. Ja, und müssen jetzt die Medien dagegen anschreiben, dass offensichtlich die Frauen, und die 8% sind vielleicht genau die, die in einer anderen Polarität bevorzugt daten wollen, das ist auch alles gut. Warum muss man dagegen anschreiben? Warum darf das nicht so sein, wie schon immer war? Das ist... So, jetzt geht es so ein bisschen um Neediness. Also Neediness ist natürlich nie eine Polarität. Ja, gut. So, muss mal gucken. Fast die Hälfte der Befragten glaubt, dass der Mann einen Heiratsantrag macht. Zum Vergleich nur 4% glauben, dass die Frau es tun sollte. Ja, was ist daran falsch? Und dann sieht man wegen als Tradition irgendwie, ne? Was ist an der Tradition? Also hinter jeder Tradition stehen ja auch Sachen. Was ist daran falsch? Aber nochmal, wenn sich das für dich gut, wirklich, wirklich nach reich, also dass man sowas schon nachdenken muss, aber nach reichhaltigem Medienkonsum und Artikelkonsum auf Twitter und in Zeitschriften und wenn du dich dann wohl damit fühlst, dass du deinem Mann einen Heiratsantrag machst, ey, go for it. Wie gesagt, und es gibt einen gewissen Prozentsatz, für die ist das absolut stimmig und auch richtig. Aber für die große Mehrheit, warum räumen diese Männer, die auch viele Bad Guys, die so in ihrer Polarität sind, warum räumen die ohne Ende ab? Warum lesen Frauen, hunderte Millionen Frauen hier 50 Shades of Grey? Weil es da um Polarität geht. Das andere, also es gibt auch andere, was weiß ich, hier 365 Tage auf Netflix, total beschissene Handlung, an Haaren herbeigezogen. Warum wird das geguckt? Weil es dann Polarität geht. Und weil Frauen das fehlt irgendwie, ne? Aber wer das unbedingt machen will, und wie gesagt, Sexualität ist eh schon 50% runtergegangen. Wenn man den letzten restlichen 50% auch noch einen Todesstoß geben will, was passieren wird, ich habe ja, klar, es gibt da Leute, die dagegen anreden, aber das wird nichts nutzen. Die Medien schreiben das alles nieder und beziehungsweise diese Bubble, sagen wir mal so, und das darf alles nicht sein und das wird dazu führen, dass es keine Chemie mehr gibt zwischen Menschen. Und da werden die keinen Bock haben auf Sex und dann gucken sie sich Videos an, wo Menschen ihrer Polarität sind. Ja, viel Spaß damit, aber ich werde es nicht mehr
erleben. Und die Leute, die nach meinem Dating-Programm, gibt ja auch andere, die das auch solche Energien drin haben, die das nutzen, die werden abräumen. Aber wer das anders machen will, mir ist das wurscht. Also ich will einfach nur den Leuten helfen, die bei mir auf dem Kanal sind, in meinem System. Mehr will ich gar nicht, ich werde die Welt nicht retten und das wird alles seinen Gang gehen, bis es allen zum Hals raushängt und dann wird es vielleicht mal irgendwann, aber der Punkt ist noch lange, lange, lange nicht da. Ja. So, 43% meinen, dass eher von Männern erwartet wird, dass sie mehr Geld verdienen. Dasselbe denken nur 5% über Frauen. Ich kann ja nochmal sagen, dass es vielen Frauen unangenehm ist. Also das heißt nicht, dass die Beziehungen überhaupt nicht funktionieren, aber es ist vielen Frauen unangenehm, wenn die Männer deutlich weniger verdienen. Das ist so. Also das kann man wieder sagen, das darf nicht so sein. Es ist aber so. Und es geht auch gar nicht ums Geld verdienen. Nochmal, es kann, das sage ich ja immer wieder, es kann man, ohne dass er Geld verdient, komplett in seiner Polarität sein. Das Geld verdienen ist auch wieder nur ein Indiz. Also wenn ein Mann irgendwie, weiß ich nicht, ein Charity-Projekt aufstellt oder er ist der geilste Jazzpianist in einer Kneipe zwei Straßen weiter. Das ist alles komplett in der Polarität. Die Leute können abräumen, ja, und müssen nicht viel Geld verdienen. Das ist naja, ach Gott, ey, warum rege ich mich so auf, ey? Also mein Dating-Game hat sich 5000% verbessert, glaubt mir, ich habe alles diesen ganzen Scheiß früher gemacht, also auch für die Männer, ey, wenn ihr da Bock drauf habt, Frauen hinterher zu laufen, immer über eure Emotionen zu reden, ganz viel zu schreiben der Frau, dass sie alle 5 Minuten, dass ihr sie vermisst und dies und das und ganz am Anfang zu weinen und also kann man ja später in einer Beziehung alles mal machen, aber im Dating-Prozess und irgendwelche super Hyper-Dates, die Frau auf den Podest zu stellen, ey, macht es, aber akzeptiert die scheiß Konsequenzen, ey. Also als mir mal vor 20 Jahren oder so eine Frau mal geschrieben hat, schreibst du ein Mädchen, das war hart, aber ich war wirklich dankbar, weil es stimmte einfach und ich war verblendet durch schon damals diesen ganzen Scheiß, den man im Film sieht, dass man sowas machen muss. Also ich fühle mich viel wohler, mit dem ich das jetzt handle und ja. Also, es ist. Jetzt kommt der beste Satz, das ist, also lest euch den Artikel mal durch. Beste Satz jetzt, vielleicht besser einfach nach Bauchgefühl handeln. Das Bauchgefühl, was uns diese ganzen Filme und Medien seit Jahrzehnten abtrainieren. Ich weiß auch nicht, warum die, ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, ich weiß nicht warum. Warum muss man da immer gegen anreden? Ich habe wirklich keine, also wer das weiß, also ich vermute manchmal, dass erfolglose Drehbuchschreiber, die einfach nichts an den Start kriegen, dann Stories schreiben, dass mit dieser rückgratlosen Haltung, dass sie wenigstens in den Filmen dann die Frauen kriegen, irgendwie so. Ich kann es mir nicht erklären, ich weiß es nicht, ne? Also, und warum diese ganze Bubble da unbedingt alles eindampfen will an Unterschieden zwischen Menschen, ich habe keine Ahnung, aber ist mir auch egal, ich beobachte das einfach, die Show. Keine Ahnung, und freue mich über jeden, dem ich helfen kann, irgendwie, dass er modernes Dating macht, ein absolut modernes Dating, aber gegründet in dem, dass wir so sein dürfen, wie wir uns wirklich wohlfühlen beim Dating. Das ist alles, was ich will, ne? Modern, das ist für mich hypermodernes Dating, ne? Komplett offen, flexibel, Augenhöhe, aber wirklich gegründet in unserer ganzen Ahnengeschichte. Das ist für mich modernes Dating, ja? Und das ist für mich nichts altmodisch, ne? Und das war halt früher, deswegen hat man mir das Gefühl, das ist altmodisch, weil das gab es früher mehr, dafür gab es andere Sachen früher nicht, ne? Gleichberechtigung war viel schwieriger und so, ne? Also insofern haben wir natürlich trotzdem viel erreicht, ne? Und das soll ja auch weitergehen. Ich habe auch alles gemacht, Erziehung, war zu Hause bei meinen Kids und ich weiß nicht was.
Also ich bin da absolut offen für so, ne? Aber wir können nicht gegen uns andaten. Das können wir natürlich machen, aber wir müssen die Konsequenzen tragen. Und die sind beschissen, die Konsequenzen. Die sind absolut beschissen. Es wird noch viel weniger. Also natürlich gibt es noch mehr Gründe, warum die Leute keinen Sex mehr haben. Aber das ist definitiv einer der Gründe. Bin ich mir total sicher, ne? Wie gesagt, also ich werde das, muss da mal gucken, ich habe ja so eine Pipeline, das mit einer großen YouTube-Kanal, die auch tolle Sachen machen, das mal aufzuziehen. Oder ich muss da mal, weil das muss man alles in so einem Kontext sehen von Female Choice und was weiß ich, das ist wirklich ein riesen, echt eine spannende Sache, auf die wir da zulaufen. Aber mir ist es im Prinzip wurscht. Ich meine, ich weiß, ich bin eh vom Markt, ich wüsste auf jeden Fall, was ich machen würde. Ich weiß auch, was ich jetzt mache und ich sehe die Konsequenzen, die für mein Leben also wirklich absolut positiv sind und sehe das für andere Leute auch. Und ja, aber ich muss niemanden retten. Aber ich werde weiter meine Meinung sagen, wie ich das sehe und das ist mir scheißegal. Und also, es achtet einfach drauf, selbst wenn ihr mir alles nicht glaubt, ne? Achtet einfach drauf, welchen Erfolg hat euer Datingverhalten mit dem, was ihr da macht. Mehr braucht ihr nicht machen. Bis bald.